So, wir sind wieder in der... Oder im, wir sind hier in der Base. Jetzt heißt es erstmal Sachen verkaufen. In der Base, du meinst... Halle oder Raumstation, oder? Ja. Weggehen. Ich bin aber auf der falschen Seite für Upgrades, dann muss ich auf die andere Seite rüber. Oh, Raumschiffe landen. Das bist du, oder? Nein. Es sind Fahrzeuge. Das brauche ich nicht. Verschlüsselte Navigationsdaten erhalten. So, ich habe gesagt, das will ich erstmal verkaufen, weil ich keine Ahnung habe, was das ist. Das brauche ich auch erstmal nicht. Ionenakkus benutze ich nicht. Ich habe gesagt, das will ich verkaufen. Oh, 21.000. Bekommst du gerne, das bekommst du auch gerne. Nicht, was das wert ist. Egal. Verkaufen. Hier sind diese ganzen komischen Eier. Die wollte ich auch nicht. Iridium. Ich weiß nicht, wie wertvoll Iridium ist. Daraus kannst du, glaube ich, dieses andere Metall herstellen. Streublaster. A-Verbesserung. Pulswerfer. Was? 700.000 kriege ich dafür? Warte, kann ich das in Nanit umwandeln? Was denn? Dieses Pugenäum. Ja. Echt? Ja. Will ich das verkaufen oder in Nanit umwandeln? Bleib dir überlassen. Ich habe 5000 davon. Naja, schau ich beim nächsten Händler mal vorbei. Was verkaufst denn du Schönes? Ionischen Kobold. Uran. Für mich schaut ein Schiff sehr ähnlich aus wie meins. Warte mal kurz, ich will was probieren. Was? Ich habe 800.000 Units verdient für irgendeinen Erfolg. Wenn du bestehende Upgrades hast, dann versuchst sie irgendwie rauszupacken aus deinem Laser, weil der Laser verschwindet, nachdem du ihn gewechselt hast, komplett. Oh, sehr gut zu wissen. Ja.
Jetzt muss mein illegales Ding weg. Aber hey, habe ich irgendwo gefunden, wird schon wieder eins kommen. Warte mal ganz kurz, wie viel kostet das Schiff? Also ich... Ach du Scheiße. Du kannst ein Schiff kaufen? Ich wollte, hab mal aus Spaß probiert, mit so einem Typen da zu verhandeln über sein Schiff. Also wenn ich es direkt kaufen will, kostet 6,8 Millionen Units. Und wenn ich meins dafür eintausche, 3,4 Millionen Units. Bist du überhaupt bei mir? Ich bin in der Raumbasis, warum? Wir werden nicht mehr nebeneinander angezeigt. Oh, geil. Wahrscheinlich, weil wir so oft getrennt rumlaufen, oder was? Ich hab keine Ahnung. Schon wieder Meilenstein erledigt. Was habe ich jetzt bekommen? Geil, er zeigt mir einen Meilenstein, aber ich krieg nicht angezeigt, was für einen. Das chromatische Metall muss ich auf irgendeinen Planeten fliegen. 10.000 Nanit brauche ich, um das Raumschiffklasse zu verbessern. Was verkaufst du schon des Tech-Anzugs-Upgrades? Upgrade-Modul kaufen. Schild, Unterwasser, Strahlungs-, Giftschutz. Bewegungs-, Gift-, Wärme, Unterwasser. Ach so, das ist das ganze Zeug, was mich nicht interessiert hat beim letzten Mal. Okay. Obwohl, Bewegungsmodul interessiert mich. Eigentlich schon sehr interessant. Aber heben wir mal auf, vielleicht brauche ich noch irgendwas anders. Bleiben wir erstmal auf dem Planeten. Okay, du gibst Fahrzeuge. Unfruchtbarer Planet. Hm. 1,5 Millionen kostet mich das Ding, der neue Laser, okay. Teuer, aber okay, Kollege. Plasmawerfermodul auf A. Jedenfalls die C-Module sind nicht wirklich nennenswert. Warte, dann verkaufe ich was bei dir. Z, ich muss was verkaufen. Verkaufen. Oh, ich kann dort ein Wächtermodule verkaufen, sehe ich gerade. Sehr interessant. Was geht bei mir gerade ab? Was? Hitzeschutz oder was ist das? Ach, Temperatur 71 Grad, ja gut. Für mich ist hier kein Schiff da, schade. Ich würde gern Geld umwandeln. Also der Laser hat zumindest einen höheren Schaden. 42. Oh.
Oh, es gibt Missionen zu erfüllen, okay. Sehr interessant, es gibt sogar Missionen zu erfüllen. Missionen starten. Gerne mache ich die. Okay, die beiden Missionen mache ich gerne. Wo hast du die Mission angenommen? Hier in der Raumstation. Bei den Leuten, die da sind, oder? Ja, Bei der den Händen? Gap-Missionsbeauftragte oder wie der heißt. Das da. Verkaufen. Wie viel habe ich jetzt? Hat 1,6. Verkaufe ich das noch? Okay. Jetzt bin ich happy. Jetzt habe ich Geld. Ach, ich habe den Erfolg 1,6 Millionen Units verdient. Ja, gut. Minus 33%. Oh, ich habe jetzt eine Karte gegen was anderes getauscht. Okay. Wert 85.000 Units, okay. Oh, ich habe Magnetische Ferritansammlung. Ich kaufe mir jetzt den neuen Laser. Frage ist, wäre es nicht sinnvoll, das sich mal irgendwie wieder zusammenzufinden, dass Bestimmt. du mich wieder einladen kannst in die Gruppe? Das Technologiemodul. Nur geborgene Daten. Feuerbeere. Leuchtende Chilischoten. Ah, das ist noch nicht der fortgeschrittene. Es ist besser, aber nicht der fortgeschrittene Minenlaser. Echt? Nee, leider nicht. Außer Okay. das hier ist noch etwas härter. Aber hey, bisschen mehr Schaden. Und auch die maximale Schadensanzeige geht nicht auf 100, sondern. Mir ist bei 140, 150.
Und er überhitzt auch wesentlich langsamer. Was ist der Plasmawerfer? Plasmawerfer ist eine Waffe, glaube ich. Waffenmodifikation. So, Raumschiff. Ach du Scheiße, was ist das denn für ein Upgrade? Was ein schönes. Ein Upgrade, minus 21% Nachladezeit, plus 27% Feuerrate und 1% Schaden. Perfekt für dich. Oh, habe ich ein leeres Raumschiff jetzt? Ich habe so viel verkauft. Das ist ungewohnt. Okay, hier ist nicht so leer, aber egal. Atrium Plus ist hier zu finden. Installieren. Was ist jetzt das schon wieder für ein Upgrade? Ach du Scheiße. Installieren. Feuerrate und Nachladezeit. Okay, das ist ein scheiß Upgrade. Egal. Fortgeschrittener Minenlaser. Nein! Was? Hier ist Natriumnitritkristalle. Kann ich nicht abbauen. Alter, ich finde lauter Waffen-Upgrades gerade. Scheiße. Was ist los? Was ist los? Was ist los? Mein Mining Laser, mein Laser ist überladen. Definiere, dein Laser ist überladen. Technologie überladen, zu viele Upgrades fürs Multi-Werkzeug installiert. Entferne die überschüssigen Upgrades, um die Funktionalität des Geräts. W. Ja. Gut, das ist ein scheiß Upgrade. Hast du schon den neuen geholt, oder? Ja. Der hatte doch mehr Slots als der alte. Einen. Ich habe ja Slots, das ist ja nicht das Problem, aber es funktioniert trotzdem nicht. Oh, diese Technologien sind kritisch beschädigt. Okay, gut zu wissen. Upgrades. Angereicherte Metalllegierung. Im Wert von 150.000 aus der Geode gezogen. Achso, ich kann nicht viele Upgrades draufhauen, das ist das Problem. Ich habe zu viele Upgrades draufgehauen, wie es ausschaut. Technologie lagern. Kann ich die drei Technologien aber beim Technologiehändler verkaufen? Alter, ich habe wieder ganz viel. Oder was sind das für Technologien? Einmal für die Waffe und zweimal für die Rüstung, was? Kann ich mir vielleicht schon mal anschauen, ob da was Brauchbares für mich dabei ist, bevor du es verkaufst? Ja, können wir machen. Okay. Dann behalte ich die jetzt erstmal im Inventar, kein Ding. Ah, Netzwerk. Komme ich jetzt wieder zurück zur Raumstation? Ein Stückchen laufen.
Du hast mich zum Spielen eingeladen. Ja, kleinen Moment, komm gleich. Ich will bloß vorher selber nochmal sicherheitshalber abspeichern. Ach, hier ist eine Sekundärmission zum Auswählen. Ach, hier kann ich mit unreines Metall Zeug kaufen. Ach du Scheiße. Gut zu wissen. Also das unreine Metall, Chris. Ich weiß. Ich weiß, wo man es herbekommt. Achso. Du weißt, wo man es nicht herbekommt. Weißt, wo man es einsetzt. Ja, ich auch. Also, ich habe hier einen Schrotthändler gefunden. Ja, ich wäre trotzdem dankbar, wenn ich wüsste, wo man es herbekommt. Das war Upgrade kaufen, aber weiß ich nicht. Neutronenkanone. Inventar voll. Was hauen wir weg? Das da hauen wir mal weg. War das? 25.000 Nanitium. Das Zeug brauchst du ja echt en masse. Was ist das denn für eine Schrottmühle? Handel anbieten. Ich wollte was verkaufen. Ich habe im Schiff ganz komische Sachen wiederbekommen. Okay, wird benötigt bei Vielzahl von technologischen Sachen. Verkauf mir mal. Die Dinger brauche ich auch nicht. Okay. Ich hab Platin bekommen. Ja, ich habe ganz viel Eid. So. Freien Plätze in Anzug in der Tat. Ich weiß. Du Scheißtyp, ist doch nicht dein Ernst. Der scheiß Händler, Chris. Ja. Wo bin ich jetzt gelandet? Komisches bla 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 bla. Oh, ich habe einen Techniker gefunden, wo ich einstellen hätte können. Was macht der? Keine Ahnung, ich kann ihn nicht einstellen, weil ich kein Fahrzeug habe, wo er dran arbeiten kann. Ich hatte vorhin einen Gärtner angesprochen. Aber wir haben ja leider nichts. So, Leute, Raumstation. Pulsantrieb, Vollgas. Konstruktionsaufseher einstellen. Bitte? Ich habe einen Konstruktionsaufseher gefunden, wo ich ein... Wurden mir angeboten. Atlas V3 Pass, okay. Ich habe vergessen, dass diese Türen auf und zu gehen können. Raumschiffmodule. Was hast denn du für? Sind die teuer oder billig? Raumschiffschildmodul. Aber die Module kann ich ja theoretisch übernehmen eigentlich, oder? Weiß es nicht. Ich habe mal die Einladung angenommen. Ist irgendwas passiert? Nö.
Spielauswahl, zuletzt vor 24 Sekunden gespeichert. Ja. Mehr Spieler, die hier beitreten. Speicherstand Mizi. Oh, ich habe 30% Schildstärke jetzt. 30? Ja. Du bist da. Ja, einfach 30%, obwohl ich immer kämpfe. Unfair. Ich hab's mir gekauft für 600 Nanit. Du hast gesagt, das Zeug bekommt man durch das Zerstören von diesen Wächtern. Ja, unter anderem. Warum? Okay. Deswegen, ich will zunächst eh noch Wächter angreifen, alles gut. Ja, schließe ich mich an. Oh, ach, das ist der Superslot, wo das macht. Ah, jetzt verstehe ich. Die Dinger sind recht gering, nur der Superslot ist so OP. Was ist ein Superslot? Die neue Waffe hat einen Superslot. Super aufgeladen. Dieser Platz ist super aufgeladen. Verstärkt die Modifikation nochmal. Was? Redest du? Egal. Jetzt das Upgrade hat 2% Vollrate, 2% Nachladezeit. Wenn ich es auf das Slot da drauf packe, 27% und 21% auf einmal. Na, jetzt habe ich zumindest 22% mehr Nachladezeit, 5, 6, 7% mehr Feuerrate, 1% mehr Schaden von denen. Und das habe ich vergrößert, okay. Ach, das ist wieder der Landwirt. Nichts. So, verkaufen. Fleischige Stücke, ja. Wo bist du? Oben. Und verkaufen. Schiff an wertvolles Zeug. Ja, nicht mal ein bisschen Wörter. Wo ging's da lang? Ach, hier ging's in diesen Lernbereich, okay. Oh, die Lebensform hat mir ein Geschenk gegeben. Antimaterie eine. Na gut. Gag-Symbol. Gebrüht. Ja. Hilfe. Guck ich mal meine Sprachfähigkeit üben. Hilfe.
Ah, okay. Die Person würde mir helfen, wenn sie in der Lage dazu wäre. Sehr schön. Bitte. Freundschaftssymbol. Verzweiflung. Schiff. Ah, ich habe Schiff jetzt gelernt. Okay. Gag, bla 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 bla. Deins, bla 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 bla. Okay. Fähigkeiten üben. Verkäufer-Gag. Oh, ich habe schon wieder ein Geschenk bekommen. Ich habe ein Gag-Relikt bekommen. Was mache ich mit einem Gag-Relikt? Kannst du verkaufen oder denen anbieten? Was bringt mir das, wenn ich das denen anbiete? Keine Ahnung. Oh, ich habe ein Probe-Upgrade bekommen von den Gag. Das war jetzt eigentlich nicht geplant, egal. Sprachfähigkeit üben. Gefunden. Gebrütete. Gefunden. Ach, jetzt habe ich eine Aussehen-Anpassung freigeschalten. Okay. Oh, ich habe ein neues Impulstriebwerk. 2% meine Wirrfähigkeit. Oh, das ist doch lächerlich. 2%. Gibt Besseres. Ja, weiß ich. Fähigkeit üben. Handeln. Hast du nicht bei dir auch die Upgrades so angeordnet, dass sie leuchten, weil sie gewisse Stats gleich haben? Was? Oder für eine bestimmte Verwendungszweck sind, deswegen, wenn sie in Gruppen angeordnet sind, leuchten? Sind sie das? Ich habe jetzt die drei Minenlaser-Sachen, also den Minenlaser und die beiden Verbesserungen nebeneinander angeordnet, den Blitzwerfer und die Verbesserung. Ob es irgendwas bin, keine Ahnung, aber die leuchten halt schön. Ich sehe, was du meinst, tatsächlich. Weißt du, ob es was bringt? Ich kann es dir nicht beantworten. Was soll ich sagen? Ich habe bei meinem Blitzwerfer 5 Upgrades dran. Okay. Anzug-Upgrade verfügbar. Einen neuen Slot. Ich hab's jetzt einfach mal auch so gemacht, dass die Dinger überall leuchten bei mir. Es wirkt zumindest besser. Eine Ionakku und 50 davon brauche ich, okay. Ionakkus habe ich vorhin erst alle verkauft, tollerweise. Auf derselben Raumstation? Ich habe keine Ahnung, ich finde dich nicht, deswegen kann ich sie nicht planen. Deswegen, ja.
Afflewara-Zyklus. Und wo bist du? Nicht alleine. 10 Aliens getroffen habe ich. Weißt du, wo ich bin? Ich bin in unserer Hauptraumbase über unseren Hauptplaneten. Ach so, wieder zu Hause. Ganz zu Hause. Ja, wo bist denn du in welcher? Immer noch in dem, wo wir hingeworben sind. Bist du auch eine Raumbasis? Ja, klar. Das heißt, ich habe mir einen anderen Laser gekauft wie du wahrscheinlich? Ja, den teuren. Ja, für 1,5 Millionen Units? Ja, hier ist eine für 280.000. Oh. Aber ich schaue mir noch mal die Koordinaten des Fremden an hier. Na, aber ich habe die bei dir gar nicht. Ich kann mich da gar nicht hin teleportieren. Zu der Raumstation. Ich gehe jetzt erstmal kurz die Fracht da einsammeln auf dem Planeten. Meinen neuen Laser ausprobieren. Und wir beenden erstmal die Folge, sehe ich jetzt, wo ich im Weltraum bin. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.